Hallo Freunde und willkommen zurück bei CubeWorld mit dem bekloppten roten Zwerg und dem unrasierten Skelett und Day of the Tentacle Man und einem komischen Papagei und überhaupt ganz komisch. Wir sind eine ganz komische Gemeinde hier, fällt mir gerade auf. Ja, stimmt. Das ist alles Multikulti. Das ist komisch, aber so ein Zeichen der Integration, was wir hier machen. Das ist wirklich so irgendwie, ne? Ey, da vorne ist das Schloss. Da ist ein Schloss. Juhu. Ein Schloss? Castle Grayskull? Castle Grayskull! Castle Grayskull! Ach, da ist ein Schloss. Korrektamente. Mal gucken, ob wir Skeletor finden. Ne, Skeletor ist bei uns. Ach, stimmt ja. Hat er gerade Auslauf? Ich bin der uneheliche Zwillingsbruder von He-Man. Du bist also Shira, ja? Nicht groß, nicht blond, nicht stark. Aber dafür mit Zahnlücke. Geil. Wow, Hier ist der Eingang, da wo der Rambo ist. Jo. Oh, dann bin ich auf der falschen Seite. Von Nalon Palace, das klingt gut. Oh, Nalon, huch! Human plus eins, Hall, Halter, Falter. Ja, hast du gerade Heil gesagt? Hall, Halleluja, wollte ich sagen. Halleluja. Halleluja. Das ist eine Aufforderung. Hit uns! Juhu! Wir liegen am Boden. Wir gehen aber tatsächlich. Ja, inzwischen ja. Obwohl die blau sind. Also namentlich blau. So, ich habe übrigens Level-Up gehabt. Jetzt mache ich Boot. Ja, mach mal Boot. Dann können wir zu dritt hier Speedboating machen. Ja. Warst du als letztes? Oder Motorboating. Können wir auch mal machen. Was hältst du davon? Ah! Lass mich leben. Alter, was ist denn hier los? Alter, beruhigt euch mal. Wir kommen doch nächste Woche wieder. Ich musste gerade mal einen Trank nehmen. Musste ich auch gerade? Ich bin tot. Also von daher. Ach, du bist tot? Also untot oder tot? Ja, nee, so richtig tot. Das ist jetzt nicht so geil. Ja, ich stand da halt oben direkt in dem Raum. Das war nicht so blöd. So, der Magier ist weg. Oh, mir geht's nicht gut. Warte. Alles danke, weg. Danke. Paletti. Sehr gut, das ging gerade nochmal gut. Ich gebe dir auch nochmal einen... Ah, super, den kann ich gerade sehr gut brauchen. Vielen Dank, das hat mich gerettet. Oh, da oben sind schon die Nächsten. Mein Vogel hat die Farbe gewechselt. Was? Der ist nicht mehr rot, der ist jetzt grün-blau. Ist es ein Chamäleon-Papagei? Ein Chamäleon? Er ist tatsächlich... Ein Papamelion. Ja. Er ist nicht mehr mit Rumpel zu verwechseln. Nimm den mal raus und tu den mal wieder rein. Apropos, wo ist mein Pet? Petty-Pet-Pet. Zack. Ne, jetzt sieht er noch genauso aus. Komisch. Ja. Hier, pull mal gerade. Das ist übrigens der Harro. Ich weiß nicht, warum. Nicht hinlaufen, pullen. Sonst haben wir gleich wieder so ein heilloses Durcheinander. Ja, ich hab gepullt. Alles nur Problem. Das ist die Armee der Fluff Girls ist hier gerade unterwegs. Aber echt, mach. Oha, hier oben ist noch was los. Ah, oh, ja. Weg. Runter. Am. Die alle reihenweise einfach umfallen. Ja, da ist noch der Magier, den müssen wir wegmachen halt. Ja, ich muss mich erstmal heilen hier. Wunderbar. Oh, ich bin tot. Ich hab dich gesehen. Du bist tot? Ich hab dich gesehen. Du bist tot. Er war doch noch so zwergig. Ja. Okay. Jetzt ist mir die ganze Tastatur voll gesabbert. So schön zwergig und nussig. Ach, wie cool. Guck mal, da unten, das ist richtig so eine Schlossgemeinde, ne? Die müssen jetzt so ein bisschen Skat spielen und dann geht das. Wollen wir nicht hier vorne mal... Nee, du kannst jetzt ja auch nicht. Ah, was soll's? Ich bin gleich wieder bei euch. Hallo? Okay, du machst das alleine, aber auch gut. Entschuldigung. Ja, komm, hier dann auch noch. Ach, Alter, der Rami. Wieso, das klappt doch. Was hast du denn? Alter. Wieso greifen mich die Magier mal an? Mach die Magier weg. Wo ist die ran? Ach, da lebt er noch. Gott sei Dank. So, hast du deine rechte Maus, hast du mal gedrückt, zwischendurch. Nee, hab ich natürlich wieder nicht gemacht. Oh. Aber es geht ja auch so, ganz ehrlich. Ja. Da muss man jetzt nicht rumpupen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Damit es gibt übrigens keine mehr sagen kann, damit jemand mehr bekommen kann. Ah. So. Das war knapp. Scheiß Rogue. Mach dich alle. Hey. Kann ich beleidigt werden? Nee, ich meine den anderen. Also. Scheiße. Ja, nein! Ich Idiot, lauf hier genau in die Spikes rein. Ich hab's gesehen, Phuket. Das sah lustig aus. Phuket ist eine schöne Insel. Ja. Phuket. Sollen wir da weiter oder sollen wir auf die andere Seite? Wir können erstmal geradeaus. Man kann das theoretisch ja auf der Karte. Ne, kann man nicht erkennen. Super.
wo denn hier der Muffins. Mob ist. Aber sieht ich aus, hab grad Himbeer Muffins gekriegt. Genau, was? Du bist auf dem richtigen Weg. Was hast man kann du gesagt? Ich will auch Muffins! Jeder herkommt! Der hat Muffins und ich nicht! Du solltest echt bei so einer Zeichentrickserie so die. Oh Gott! Die Unsympathen synchronisieren. Ach toll, danke! Oh, oh. Das ist das Schönste, was du jemals zu mir gesagt hast! Nein! Schnauz jetzt hier hinten, Mann! So. Ach, hier sind Federn. Warum sind die Federn? Na, die hat deinen Vogel gelassen, glaube ich. Ja, was macht man mit den Federn? Ah! Vorsicht! 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 Ja! Boah, Wand! Wow! Und alle weg. Ich bin irgendwie immer ständig draußen mit der Vorsicht. Kamera. Ja, ja, ne, das ist ein bisschen. Ja, Vorsicht! Ich zoome gewitzte extra rein deswegen. Handmade Iron Claw. Nein, das gibt's doch nicht! Diese fucking Spike, Fuke Spikes! Ich auch! Ich auch! Und euer Papagei auch! Boah, halt die Schnauze, Portzwerg! Fliegen wir ja, richtig? Oh, wir fliegen gar nicht. Rumpel, Rami, falsche Richtung. Ja, ich bin ja einfach nachgelaufen. Ja, schön. So wie man das halt macht, ne? Und dann vorausgeflogen. So, ich mal, jetzt wird's lustig bestimmt, gleich, wenn ihr hier wieder hinkommt. Oh, oh, hast du eine Überraschungsparty vorbereitet? Du meinst, dann ist der Endboss tot? Nee, aber das ist relativ weit hier. Ihr müsst relativ genau in der Mitte stehen bleiben und dann weiterkommen. Und ich kann mich ja durchporten, deshalb ist das relativ witzig. Ja, super, weil wir dann immer wieder zurücklaufen müssen auch. Ich soll wohl auch irgendwie durch die Fenster kommen können, aber ja, ich hab's noch nicht geschafft. Au! Oh. Mit dem Porten? Nee, ich kenne ja nicht Porten. Ich hör euch doch trapsen. Ich hör dir trapsen! Nachtigall! Ich bin die Nachtigall! So, ich bin wieder am Eingang jetzt. Ich auch. Natürlich jetzt muss man einmal komplett ums Schloss rum. Ja, ja, das ist ganz toll. Ich winke euch aus dem Fenster. Juhu! Ach, halt die Schnauze, Zwerg. Juhu! Hallo Rapunzel. Ich bin eine schöne Jungfrau. Sind wir hier richtig? Lass dein Achselhaar runter. Ach nee, hier waren wir doch schon. Falsch. Mein Barthaar bitte, ja? Ja, als Zwerg kann das wohl funktionieren. Dein BH. Schön. So, hier links geht's ja auch rein. Wollen wir geradeaus, ne? Genau, geradeaus und dann klar, links und dann mal links. Ja, ich warte auf euch. Da seid ihr. Hallo. So. Hallo. Jetzt will ich sehen, wie ihr da durchkommt. Also, das ist kein Problem. Alter, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich muss erstmal was trinken. Endboss, kannst du mich heilen, Rumpi? Rumpi, kannst du mich heilen? Ja. Das sind zwei davon, wie? Was? Der eine ist kaputt. Ah! Ich bin tot. Was? Tot. Ich bin lebend. Der ist weg. Wie weg? Der eine der davon andere, ist weg? Der kleine ist weg. Ja, aber halt den Boss. Ich glaube, das war eine Kopie. So, ja, der holt immer wieder kleine Vasallen dazu, glaube ich. So, ich kann mich aber heilen. Du kriegst auch gar keinen Schaden, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Ja, irgendwie macht er sehr lau Schaden. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht in die Spikes reinlaufe. Der macht überhaupt gar keine... Doch, jetzt... Oh, doch, jetzt macht er richtig Schaden. Aber der ist eh gleich weg. Danke dir fürs Heilen. Ja, er ist weg. Er ist weg, Mann. Er ist weg. Wie viel XP gab's dafür? 94. 94 habe ich. Ach so. Das wertet ja die 125 doch nicht wieder auf. Aber wie komme ich jetzt wieder da raus? Das ist die Frage. Das heißt, Rumpel, du bist ein Level aufgestiegen. Ja. Das habe ich von hier aus erkannt. Wie hast du das erkannt? Weil du weniger XP bekommen hast als Gronkh. Das heißt, du bist, das sind die du im neuen Level bekommen hast. Okay, ich muss... Das ist doch richtig scheiße mit den Spikes. Raus kommt man überhaupt nicht mehr. Ich habe einmal kurz gesehen, dass die Lebensleistung leicht leer war auf einmal. Ja. Also raus kommt man gar nicht mehr, wenn man nicht so wirklich Zwerg ist. Ich stelle jetzt mal in die Fenster rein und versuche mal mich rauszuporten. Das soll ja angeblich auch irgendwie gehen. Was war denn das für ein Amulett, was du bekommen hast? Herr Gronkh. Reden Sie mit mir. Amulett? Amulett, warte mal. Ja. Das Amulett, wenn ich das jetzt noch finde hier in dieser unaufgeräumten... Es ist blau. Silberamulett. Tempo 4,6, Crit 2,3. Sonst nichts. 4,6. Das ist super. Das ist super. Also ich schenke es dir gerne, wenn du möchtest. Hast du ein schlechteres? Ich meine für dich, also dass du das... Naja, ich hab eins mit weniger Crit. Da du schneller, also öfter angreifst, wäre das mit mehr Crit wahrscheinlich für dich besser. Das kann sogar sein. Hey, ich fliege hier gerade über die Zinnen. Es ist ja immer mal wieder so der Zwiet-Twist hier zwischen Tempo und Crit, was denn jetzt eigentlich das Effektivere ist.
Also da du ja zwei, da du ja mit zwei Waffen angreifst, hast du auf jeden Fall öfter Schläge, machst, landest also auch öfter Crits als ich zum Beispiel. Na, ich hab nur eine. Ach so, ja, dafür bist du aber trotzdem viel schneller als ich mit meinem lahmen Krieger. Das kann gut sein. So, ich versuche mich mal, zum Fenster zu gleiten und von da aus mich mit deiner ich sehe Nummer dich. Eins. Ja. Aber ich glaube, durchs Fenster durch geht gar nicht. Mit deiner Nummer 1. Ah ja, es funktioniert super, habe ich gerade gesehen. Ich kann da durch. Was? Wie? Was? Wo? Ja, ja du, ich glaube, das ist ein Skill von dir, oder? Kann das sein? Ne, ja, das ist mit dem... Mein Ansturm, der macht das. Ach so. Ich muss so, halt nur direkt am Fenster stehen. Alter, als Warrior kann ich überhaupt gar nichts. Das muss ich nur warten, bis ich fertig bin. Aber ich weiß nicht, ob das halt so gewollt ist oder... Nur raus komme ich nicht. Super. Verdammt. Ja, raus bin ich auch nicht gekommen. Ja. Hallo, Ramu. Ramona. Hallo, Ramona. Ramona Leis. Ramona. Haben wir jetzt alles schon auseinandergenommen bei der Bude? Wo ist denn der Rumpi? Ich versuche gerade aufs Dach der Welt zu kommen. Hier sieht man. Aufs Dach der Welt? Ach, ja, guck auf die Karte, sieht man das. Ja, ja, ich sehe jetzt da irgendwie da oben. Der muss als kleiner Mann schon wieder Höhenluft spielen. Der hat auch immer diese Komplexe. Da muss ich mich einfach gerade für mich stellen, das reicht mir schon. Wie geil das von hier aussieht. Unglaublicher Uni-Content. Ach komm, jetzt kommt er wieder auf die Schiene einfach. Wie ekelhaft billig du bist. Meinst du, aber hast wie recht Juni ich hab damit? Hölle! Hölle! Geil, Gold! Alter, wie cool es hier einfach ist! Uni-Content, unfassbar, wie gut! Boah, wie die Burg von außen Höhle aussieht, unfassbar, auch der Sonnenuntergang hier gerade. Alter, und hier auf einmal ein Aufmarsch der 10.000, das ist ja wie bei Herr der Ringe gerade! Ach, hier ist so ein feuerspeiender Drache, wow, wo kommt denn der her? Das Ende der Welt, ein riesiger Wasserfall ergießt sich ins Universum, wow! Ein Regenbogen! Wow. Double Rainbow! Das ist der volle Hammer! Und noch ein Unicorn dazu. Ja, ich bin tot. Nein, bin ich nicht. Du bist tot? Das ist schon der Reflex, dass man jetzt einfach schreit. Wo gehen wir denn hin? Eigentlich? Achso, Westen wieder, ne, oder? Ich wollte gerade auf die Burg kommen, aber es ist okay. Westen und dann so Richtung der Schwerter, das wäre dann so Nordwesten. Ja, gut, das lässt sich einrichten. Ja, okay. Ja, das lässt sich schon machen. Du meinst Richtung Westen, ist es okay? Schwerter sagst du, Schwerter Bremen. Nordwesten, Alter. Das war ja aber jetzt keine Questen, ne? Das war Schwerter so richtig Bremen. Hamburgerisch. Was könnt ihr Dialekte eigentlich sprechen? Ich kann zum Beispiel Braunschweigerisch. Ja, ich mach mal. Ja, hallo. Ich kann alles, aber halt nur auf einmal. Das ist das Problem. Achso. Das ist alles auf einmal. Es kommt immer irgendwas bei raus. Es ist nicht genau spezifizierbar. Ein schönes Wort. Ja, das gilt nicht. Das ist kein Dialekt. Ansonsten, ja, das ist Dialekt sprechen. So, wir müssen wir lang. Dort vorne sind die schwerer. Ich bin nicht so der Bereiste, deswegen habe ich mich auch nicht mit vielen Leuten vor Ort unterhalten. Achso. Ich finde es eigentlich schade, dass ich nicht so also einen Dialekt so richtig kann. Ich würde gerne mal so richtig sechseln können und dann die ganze Zeit wirklich durchziehen und die Leute denken echt, du bist aus Sachsen und raffen das alle gar nicht. Wenn der Postbote kommt, ne, hello. Guten Tag. Guten Tag, ist was für mich dabei? Guten Tag. Oh, haben sie ein Paket für mich? Ist eine Einwurfsendung dabei? Ich finde aber, das kannst du ganz gut, Alter. Ja, nö. Ja, nö. Halt, aber halt ein echter Sachse sagt, ist es gar nichts. Achso, nee. Voll der Fake. Ein echter Sachse merkt ja alles. Das ist bei mir auch so mit Bayerisch oder mit Rheinländisch. Ich kann ja auch so ein bisschen nachmachen vom Klang her, ja. Aber so richtig sprechen kann ich sie nicht. Ja, mein Jung. Nee, das wird nix. So, da vorne ist schöne Sandgrube. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Also das, was hier am nächsten wäre, ist halt tatsächlich so Plattdeutsch, aber das kann ich auch nicht. Auch nicht das kann ich, kannst du auch nicht, ne? So, der Drittrichtige kann ich auch nicht snacken, ne? Das Snacken ist auch so das Übliche, ne, was man so sagt. Das ist das Erste, woran man erkennt. Aha, aha. Norddeutsch. Jo, kick mal rein da, ne? Was ist. Ah, ne, das sind Pferde, okay. Ich wollte gerade Jubelschreie ausseufzen, weil da irgendwelche Böcke sind. Du seufzt Jubelschreie aus? Juhu. Wegen Böcken. Wegen Geier. Ach so. Hurra! So, ich muss jetzt wahrscheinlich mehr in Richtung Norden reisen, sehe ich gerade. Vielleicht wollen wir ja auch mal wieder gemeinsam irgendwo lang gehen. Naja, ich. Das war voll langweilig. Ja! Dann hat schon. Keiner von uns mehr Unique Content. Ist ja auch blöd. Ja, gut, so unique ist das jetzt nicht, wie wir einmal durch die Gegend laufen. Durch so eine leere Gegend, wo. Meine ist leerer als deiner. Nee, meine ist die leerste Gegend der Welt. So.
Nee, das stimmt gar nicht. Der Rumpel ist bei dir. Wir sehen uns fast. Echt? Ich sehe dich gar nicht auf der Karte. Ich sehe nur ein Glühwürmchen am Himmel. Ich meine, in der Entfernung. Ja, das bin ich. Der Himmel, der auf dem Boden ist. Ja, ja, ich weiß. Ja, du bist ja auch so ein Würmchen. Von daher. Ja. Sein kleines Glühwürmchen. Was ist das denn da? Hä? Ach, hier, Saphire. Saphire. Der, den man vor, du hast tatsächlich. Was ja echt ein bisschen schade ist, dass man noch nicht Bäume oder so fällen kann oder geht dazwischen. Höhle. Du kriegst ja Holz aus den Büschen. Naja, aus den Büschen, das geht, aber Bäume kann man noch nicht fällen. Ich glaube, Gronkh hat eine Höhle gefunden. Höhle! Ja, voll uninteressant. Oh. Kennt man ja schon. Entschuldigung. Gesundheit! Danke! Ich glaube, der Gronkh hat gerade genießt. Ja, im Hintergrund habe ich mal nicht rausgeschnitten, glaube ich. Oh. Ja, Fische! So, das Mikrofon voll gesabbert. Natürlich, tot. Ne, wieso das denn? It's fucking unbelievable, because of a fucking Weil, frogman. Because of you were alone on the way. Es kennt doch nicht Bee, dass ich nicht mal zwei beschissene Frogmänner ausschalten kann. It's your own fucking fault. Das ist ein schwerer. Ja, ist ja unglaublich. Und die waren blau, Alter. Als Warrior ist man echt so eine Kanüle hier einfach. Ich weiß nicht, wie das mit dem Balancing mittlerweile mit den Klassen ist. Geil, der Papagei, der fliegt dir tatsächlich so ein bisschen hinterher. Echt? Cool. Hm. Ich sehe den gar nicht. Höhle! Hallo? Höhle, da unten ist doch eine Höhle. Was ist denn so in der Höhle drin? Beschreibe doch mal bitte. Höhle! Genau. Dunkelheit, vor allen Dingen sehr viel Dunkelheit. Naja, nicht ganz so viel Dunkelheit, ist eine sehr kleine Höhle. Das ist interessant. Mehr ein Dunkelheitchen. Ist das die gute Qualitätsdunkelheit aus dem Baumarkt? Ach, nee, cool. Mach mal deine Lampe an. Ach, da bist du. Hallo. Du liegst schön, ja. Ja, ja. Ich dachte, ich hätte dich gerade gesehen. Nee, wir sind ein bisschen weg hier. Wir wollten einfach mal raus. Wir mussten einfach mal raus vom Ganzen, weißt du? Es ging einfach nicht mehr. Oh nein, bloß raus vom Ganzen. Schön. Hoch, Katakombe! Hey, Katakombe. Freunde, wartet doch mal auf mich! Nein, bitte nicht. Nein, bloß weg. Defeat the ruler in the catacombs of Talmor. Ich glaube, das wollten wir doch hin, oder nicht? Ja, ich glaube auch. Die Frage ist natürlich nur... Ach, Undead in Blau! Undead. Voll easy, undead. Oder was? Undead! Wo sind sie denn? Ah, es sind viele! Mach doch nichts. Flächenangriff. Ja. Ja, während seinem Rotationsangriff auch noch E drückt, um alles zu looten. Natürlich. Ich muss doch schnell sein beim Rumpel. Das kommt er doch mit seinem Staubsauger. Da hat er doch gerade die Hand frei, warum also nicht? Oh! Durch die Zahnlücke mache ich das. Oh, scheiße, Mann. Rambo war das! Boah! Alter, der hat auch so einen Triggerfinger. Aber die gehören mir. Die sind für den Ranger. Die sind für den Ranger. In Gedenken. Ja. So, fall um, Junge. So, danke. Scheiße. Das war ein kurzer Auftritt. Helft ihr mal eurem tollen Magier vielleicht? Ich bin dabei. Nö, seh ich nicht. Bin hier unten noch die ganze Zeit. Das ist ein Zauberstab für dich. Wo ist denn die? Wo ist denn da? Ach, das wo ist denn die, wo ist denn da, wo ist denn das? Warum kommen jetzt noch zwei an? Ich dachte, ihr habt ja kaputt gehauen. Nein, ich sag doch, ihr müsst mir, ich brauche Hilfe und dann war ich tot. Ich finde die scheiß Katakombe jetzt nicht mehr. Ich höre euch nicht beide geheilt. Meine Güte, komm, was machst du? Ich suche gerade den Eingang, hier. Du bist auch tot gewesen. Ja, ich dachte, ich schau mal im Wald vorbei. So. Der Rambo gerade, Receives, Alter, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja unglaublich, was der da weglootet. Ich habe gerade noch mal ein Level bekommen. So, was mache ich denn? Wollen wir mal... Wie er auch gar nicht darauf eingeht. Wie er mit so einer fetten... mit so einem fetten Abfallbeutel da durch die Gegend kehrt. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich hin muss. Ich schmeiß euch das bei nächster Gelegenheit hin, ja? Vor die Füße. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ach, folge deiner Nase, Rumpel. Das Leben spielt einem manchmal übel mit. Folge deiner Nase, du bist der Einzige, der eine hat von uns. Oh. Was bringst du uns meines mit? Ich dachte, ich frag mal die beiden hier. Ja. Der Undead. Ach, schön. Ich will auch mal mehr XP kriegen. Nein, Rumpel, du kriegst heute keine XP. Du hattest gestern schon welche. Du weißt, XP sind schlecht für die Zähne. Oh. Aber nur. Oh, was ist denn los? Ich muss noch etwas trinken. Ja, ich auch. Also nicht. Level up! Scheiße hier! Lauf doch nicht weg, ich hau dir gleich. Laufen muss. Ich hau den noch extra für dich. Jetzt ist er weg. Dankeschön. Er ist weg. Weil irgendwie schaffen die es immer wieder, mir meine Health-Tränke.
zu ersetzen mit irgendwas anderem und das ist echt ätzend. Health-Tränke, das ist eine schöne Kombination. Health-Tranks. Ich hab was Solides bekommen. Einmal heilen, heilen, heilen. Ich hab Warrior, kommen Sie ran, junger Mann. Warrior? Achso, ja, Entschuldigung. Ich hau dir mal eben hin hier. Oh, das ist ja liebevoll. Ist das ein cooler Hammer? Bitteschön. Bevor wir hier weiterlaufen, guck ich mal ganz kurz rein. Ich weiß nicht, wie cool der ist. Power 51, Damage 19. Oh, Damage aber wenig. Ich hab 31,7 gerade. Dafür hat er mehr Tempo. Ich probiere den einfach mal, wa? Ja, ob der dir steht. Ist der einhändig oder zweihändig? Ich bin mir nicht so sicher. Oh, wo seid ihr denn? Hier, bei dir. Achso. Ja, weiß ich nicht. Der sah halt durch die Farbe recht ansprechend aus. Das ist ein Schloss. Lila. Vorsicht, Vorsicht. Hier oh, sind Spikes. Zurück. Kombis. Ich würde mal von der Treppe dann wieder weggehen und die da über die Kante holen. Nein, Alter, das gibt's doch nicht. Manchmal machen die echt Spells. Da schlackerst du mit den Ohren. Wieder was für ein Ranger. Soll ich mal pullen? Ah, ich komm schon. Dagelabs. Ja, ja. Hä, wie komme ich denn jetzt wieder zu euch, Alter? Das ist immer so schwer zu finden, das Ding. Ja, Horace, das stimmt. Iron Chase. Achtung. Ja, ja, ich komm gleich. Ach, da. Ah, die sind schon tot. Ja. Hin und wieder teile ich auch mal Damage aus. Das ist super. Machst du gut. Boah, Lila, was? Ja, heilt sich hier, der heilt sich. Ja, der andere ist weg. Der Magier. Sehr gut. Ja, nimm du mal. Hier sind, das ist aber übrigens die Federn von deinem Papagei, ne? Das, wenn ich da genug davon hab, dann kann ich mir einen neuen bauen, oder wie sieht das aus? Ich weiß es nicht. Oder ich hab noch was für den Warrior. Das Lila zufällig? Kann man auch mitnehmen. Warum krieg ich immer was für einen Warrior und für den Ranger? Nur nichts für mich. Ich hab da gerade irgendwas Lilanes für einen Warrior gesehen, was jemand aufgepickt hat. Da werde ich gleich wieder hellhörig. Hellsichtig wahrscheinlich. Das war ich, ja. Ich rede da die ganze Zeit von. Siehste, wusste ich halt nicht, dass das war. Ja, und der, ich glaube, der Rumpel hat auch noch was für mich bekommen, oder? Die Handsome irgendwas. Was? Handsome Guy oder was? Ja, kann nicht sein. So, ich schieß mal da auf gut Glück. Wir haben übrigens Folgenende erreicht. Ne, hör auf, mach keinen Scheiß. Da hole ich mir erstmal ein bisschen Wolle hier. Ah, die Wolle. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, was da unten ist, oder? Ja, dann machen wir den großen Big Boss weg. Das wird super. Ja. The Big Lebowski. The Big Love. Ja. Yeah. So, du da, heilst. Ach, danke schön. Also, Heilung. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, oder? Ja. Okay. Tschüss. Adios. Vorsicht. Untote. Jetzt aber tschüss. Tschüss.